Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal BitcoinTrading.de. In dem heutigen Video analysieren wir den aktuellen Bitcoin-US-Dollar-Chart und besprechen die neuesten Bitcoin-News und on daten Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Wir befinden uns auf dem aktuellen Bitcoin-US-Dollar-4-Stunden-Chart. Wie ihr wisst, beobachten wir hier die Abfolge der tieferen Hochsee, haben wir hier durch diese abfallende blaue Trendlinie dargestellt. Wir haben in den letzten Videos gesagt, ein erstes Stärkeanzeichen wäre es, wenn wir es schaffen, diese blaue Trendlinie zu brechen. Und wie ihr jetzt sehen könnt, wir haben es tatsächlich jetzt hier geschafft, die erste 4-Stunden-Kerze überhalb dieser blauen abfallenden Linie zu schließen. Das ist soweit also schon mal ein bullisches Zeichen. Allerdings sollte man jetzt hier noch nicht zu früh FOMO bekommen. Denn, was meiner Meinung nach noch deutlich wichtiger ist, ist, dass wir es hier wirklich schaffen, die letzten tieferen Hochs zu übertreffen. Das heißt also hier mindestens auf 60.000, besser auf 61.000 Dollar steigen, damit wir aus technischer Sicht hier die letzten tieferen Hochs überboten haben. Dann ist die Wahrscheinlichkeit meiner Meinung nach sehr hoch. Dass wir hier den Boden erreicht haben für Bitcoin. Denn ihr wisst ja, die Trendlinien sind immer sehr subjektiv. Denn ich könnte jetzt hier auch die Trendlinie etwas verschieden anzeichen. Ihr seht, ich lege zum Beispiel hier auf Candle Close und ziehe sie dann hier etwas nach oben. Ihr seht, dann hätten wir hier immer noch zwei Berührungspunkte. Hätten hier unten aber die Trendlinie noch nicht gebrochen. Das ist halt immer die Sache mit den Trendlinien. Die sind sehr subjektiv. Deswegen achte ich persönlich immer eher auf die horizontalen Support- und Widerstandszonen. Ihr seht, horizontal. Sind hier die letzten Tiefen hoch zwischen 60 und 61.000 Dollar? Somit ist es meiner Meinung nach hier einfach eine Nummer sicherer, wenn man eben darauf achtet, dass wir wirklich hier über 60 bis 61.000 Dollar steigen, somit dann hier horizontal die letzten Tiefen Hochs übertroffen haben. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hier sehr hoch, dass wir meiner Meinung nach den Boden erreicht haben. Das heißt also, dass wir jetzt hier die Trendlinie gebrochen haben, ist ein erstes Stärkeinzeichen. Jetzt wollen wir hier noch aufsteigen in die nächste grüne Box auf 61.000 Dollar mindestens und dann sieht meiner Meinung nach der 4-Stunden-Chart für Bitcoin wieder sehr bullisch aus. Jetzt sind wir auf dem bitcoin us tageschart und hier finde ich sehr interessant. Bei unserer aktuellen Korrektur sehen wir wirklich verblüffend viele Gemeinsamkeiten zu der Korrektur, die wir hier auch im September gesehen haben. Denn auch hier seht ihr, haben wir zuerst das Top hier des Aufwärtschannels erreicht, genauso wie bei unserer jetzigen Korrektur, sind runter korrigiert bis auf die Unterseite des Aufwärtschannels. Und gleichzeitig haben wir hier auch jeweils die 100er Moving Average angetestet, haben hier dann auch jeweils unseren Boden gefunden. Aber wir haben hier noch weitere Gemeinsamkeiten. Und zwar, wenn wir uns hier auch noch den RSI anschauen und den MACD, seht ihr, wir hatten hier während der Korrektur eine Base-Divergenz. Das heißt, wir hatten hier höhere Hochs auf dem Bitcoin US dollar -Chart, währenddessen wir auf dem RSI tiefer hoch hatten und erst in dem Moment, wo wir hier den RSI Abwärtstrend brechen konnten, hatten wir dann hier auch den Boden erreicht für den Bitcoin US dollar schart und dann ging es hier hoch auf ca. 66.000 Dollar, das war ja damals ein Anstieg von ungefähr 64% und zum Zeitpunkt des Breakouts hatten wir hier auch nochmal einen bullischen Schnitt auf dem MACD und wenn wir jetzt jetzt hier nochmal die aktuelle Korrektur anschauen, das könnt ihr eben auch sehen, wir haben hier auch eine Basal Divergenz gehabt, ihr seht wir hatten hier zwei tiefere Hochs auf dem RSI, währenddessen wir hier noch ein Hoch und ein höheres Hoch auf dem Bitcoin-US-Dollar-Chart hatten und gleichzeitig haben wir jetzt hier auch bald noch einen bullischen MACD-Kurs, das heißt also ich achte jetzt auf den bullischen MACD-Kurs, dass wir hier den RSI-Abwärtstrend brechen können, genauso wie wir das hier das letzte Mal gesehen haben und wenn wir jetzt dann auch noch schaffen, hier die blaue abfallende Linie zu brechen, dann bin ich davon überzeugt, dass wir hier den Boden erreicht haben und dann hier noch mal ein Breakout, sehen werden auf mindestens 69.000 Dollar, also hier nochmal auf das vorherige Allzeithoch. das heißt also ich achte jetzt hier genau auf den MACD, auf den RSI, sobald wir den bullischen Kurs haben, den Abwärtstrend beendet haben, dann denke ich, dass hier der Bitcoin US Dollar Chart bereit ist nochmal auszubrechen auf das Allzeithochniveau. Und schauen wir abschließend nochmal auf den Bitcoin US Dollar Wochenchart, hier wisst ihr, achten wir vor allem auf die Supportzone zwischen 58.000 bis 60.000 Dollar und die 8er EMA Weekly, wir haben gesagt, sobald diese wichtige Supportzone, die 8er EMA Weekly bricht, geht es runter auf die 21er EMA. Das haben wir auch gesehen. Ihr seht, die lag hier ungefähr bei 53.300 Dollar und das konnten wir auch in der Vergangenheit immer beobachten. In dem Moment, wo die 8er EMA gebrochen ist, ging es dann immer zurück auf die 21er EMA. EMA Weekly, aber wir haben auch gesagt, solange wir uns über der 21 EMA Weekly halten, so lange gibt es absolut keinen Grund zur Sorge, denn ein Retest auf die 21 EMA ist absolut üblich in einem Bullwann. Besonders gut sieht man das auch mit dem Bullwann 2017. Ihr seht hier, kam es immer wieder regelmäßig zu Retests auf die 21 EMA und solange die 21 EMA halten konnten, so lange waren wir hier auch noch absolut in einem pulver Und ihr seht auch in dem jetzigen Moment, Versuchen wir hier nochmal zurückzusteigen über die 8er EMA und über die visuelle Supports Supportzone zwischen 58.000 und 60.000 Dollar. Das heißt also hier auf dem Wochenchart, sobald wir nochmals schaffen, hier auf 60.000 bis 61.000 Dollar zu steigen, rechne ich damit, dass wir den Boden erreicht haben und dann auch bereit sind, nochmal für eine nächste Aufwärtsbewegung. Man muss aber auch sagen, solange wir noch unter der 8. EMA sind und auch noch unter den 60.000 bis 61.000 Dollar, solange ist es ja immer noch möglich, dass wir nochmal vielleicht einen Ausverkauf sehen, zurück in den unteren 50.000 Dollar-Bereich, also auf die 1.000 EMA, was eben aber kein Grund zur Sorge ist, solange wir dieses Niveau, also mindestens die 1.000 oder EMA, als Support halten können, denn so lange sind wir in einem Bullwand. Das heißt also, übergeordnet sieht es nach wie vor immer noch sehr bullisch aus und ich rechne auch damit, wenn wir es jetzt hier zeitnah schaffen, nochmal über die 61.000 Dollar zu steigen, dass wir dann noch einen bullischen Dezember vor uns haben. Schauen wir nun noch auf den Lux algonik wir finden, auf dem Bitcoin US-Dollar vier Stundenschaden. Wie ihr sehen könnt, hier hatten wir zu Beginn unserer Korrektur. Am 11. November hier ein Double Peak in der Reversal Zone und auch gleichzeitig das blaue X. Das siehst heißt also, dass man hier seine Long Profite realisieren soll. Daraufhin haben wir hier auch ein Verkaufssignal bekommen. Der Trend Tracer ist rot geworden und dann seht ihr, hatten wir hier nochmal bis zum Boden eine Korrektur von ca. 20%. Hier habe ich ja auch gesagt, dass ich meine Profite hier oben realisiere und dann nochmal den Markt bringe. Sobald wir hier die grünen Bänder erreichen, die haben wir hier zwischen 58.000 Dollar und 53.000 Dollar erreicht und hier auch dann jeweils jetzt den Boden erreicht, also haben wir jeweils wieder eine Gegenbewegung gesehen und wir haben auch gesagt, solange wir unter der IQ Cloud sind, solange sind wir hier bearish, erst wenn wir noch nochmal schaffen über die IQ Cloud anzusteigen, dann ist für mich persönlich der 4 Stunden Chart nochmal Bullish. und wie ihr jetzt sehen könnt, wir haben hier nochmal grüne Kerzen, wir sind nochmal über der IQ Cloud, das heißt also der Bitcoin US Dollar 4 Stunden Chart sieht ja schon wieder deutlich Bullish aus, aber für alle die Lux Algo haben, das Long Signal ist noch nicht bestätigt, ich würde hier noch warten bis eben dann auch der Trend Tracer grün wird, erst dann ist der Bitcoin US Dollar 4 Stunden Chart wieder 100% bullish dann ist das Kaufsignal bestätigt, Und dann rechne ich auch damit, dass wir hier nochmal eine Aufwärtsbewegung sehen, das heißt also für alle hier auf dem 4 Stunden Chart noch etwas geduldig sein. Wenn wir noch direkt auf den Bitcoin US Dollar tageschart blicken, hier muss ich nochmal kurz die Sensitivität anpassen, da sehen wir hier aber auch, dass der Trend Tracer seit 35.000 Dollar durchgehend grün geblieben ist und somit waren wir hier auch übergeordnet durchgehend immer noch in einem Aufwärtsstandel und hier haben wir auch wieder Ähnlichkeiten zur letzten Korrektur, denn ihr konntet auch hier sehen, dass das untere Ende der EQ Cloud, was ein dynamischer Supportband ist, eben der Boden der Korrektur war das haben wir bisher auch gesehen. Die EQ Cloud hat hier noch gehalten als Support. Wir haben ja gesagt, solange wir über der EQ Cloud bleiben, solange sind wir hier noch Bullish. Erst wenn wir unter die EQ Cloud fallen, dann werden wir bearish und würden nach Shorts schauen. Das haben wir zum Beispiel in der letzten Korrektur gesehen. Ihr seht, hier sind wir unter die IQ Cloud gefallen, dann war der Start bearish, dann ging es ja auch ordentlich weiter nach unten, aber wir haben es geschafft, uns jetzt hier seit 36.000 Dollar über der IQ Cloud zu halten, somit bin ich hier bullish geworden und habe auch keinen Short mitgenommen. Das heißt also, wenn wir es jetzt auch hier nochmal komplett über die IQ Cloud schaffen, auf hier circa 63.000 Dollar, dann bin ich davon überzeugt, dass wir den Boden erreicht haben und wir bereit sind hier. Eine nächste Aufwärtsbewegung hinzulegen und die könnte uns zum jetzigen Zeitpunkt hier auf ca. 75.000 Dollar bringen, wo ich persönlich dann nochmal Long-Profite realisieren würde. Kommen wir hier abschließend noch zu den Bitcoin-News und on daten und hier müssen wir feststellen, dass Plan B mit seiner Preisprognose von 98.000 Dollar bis Ende November daneben gelegen hat. Wir haben das Preis hier nicht erreicht, aber das war auch wenig überraschend, denn wir haben uns ja hier in einem Video von mir von Anfang November schon diese Zahlen und Kursprognosen angeschaut. Da habe ich auch schon gesagt, dass ich hier 98.000 Dollar bis Ende November und 135.000 Dollar bis Ende Dezember als eher Unrealistisch erachte. Wir haben ja hier keine Kurzprognose aufgestellt, sondern wir haben uns wirklich die Fakten im Chart angeschaut. Wir haben uns hier die historische Performance vom 31. Oktober bis 31. Dezember angeschaut und haben gesehen, dass wir hier im Durchschnitt einen Anstieg von 55,6 Prozent sehen und im Median einen Anstieg von 38,65 Prozent bis Ende des Jahres. Und man muss auch sagen, wenn wir uns hier allein die Dezember-Performance bei also von dem letzten Jahr 2020 anschauen, hier haben wir 47% gesehen. Ihr seht auch 2017, hier hatten wir ungefähr 30%. Das heißt also, wenn wir es jetzt hier zeitnah schaffen, nochmal wie vorhin erwähnt, über die 61.000 Dollar zu steigen, denke ich, dass wir hier bis Ende Dezember noch eine bullische Zeit vor uns haben und hier vielleicht auch wirklich noch die durchschnittliche Performance sehen können. Das hängt jetzt einfach davon ab, wie schnell wir es hier schaffen, den Abwärtstrend zu beenden. Aber nach wie vor wisst ihr ja, GEI von verlängerten Zyklen aus. Das heißt also, ich rechne sowieso nicht damit, dass wir das absolute Peak für den Zyklus im Dezember sehen werden. Da sind wir hier nochmal sehr gut auch in den verschiedenen Zyklen, wenn wir die miteinander vergleichen, dass wir einfach alle Daten dafür sprechen, dass wir verlängerte Zyklen sehen werden. Ihr seht jetzt hier einmal die drei verschiedenen Zyklen, den roten Graph hier, das ist der erste Zyklus, im Blau der zweite Zyklus und den dritten Zyklus hier in grün. Dargestellt, was uns hier einfach auffällt, ist, dass jeder Zyklus länger geworden ist. Ihr seht hier, seit dem Bärenwaldboden bis zum Top hat hier der erste Zyklus 300 Tage für angedauert, der zweite Zyklus hier schon knapp über 700 Tage. Das heißt also von Zyklus 1 bis Zyklus 2 haben wir hier schon eine Verlängerung von 400 Tagen gesehen. Und ihr seht auch mal von dem zweiten Zyklus dann bis zum dritten Zyklus waren hier dann auch nochmal knapp 300 Tage. Verlängerung, denn der dritte Zyklus hier ist schon über 1000 Tage gegangen, das heißt also wir rechnen auch damit, dass jetzt der vierte Zyklus nochmal deutlich länger gehen wird als der letzte Zyklus von 2017 und somit rechne ich persönlich auch erst damit, dass wir höchstwahrscheinlich im ersten bis zweiten Quartal, höchstwahrscheinlich das erste Quartal 2022 erst das Peak sehen werden für Bitcoin. Zudem sehen wir, dass Fidelity einen weiteren Bitcoin Spot ETF eröffnet. Fidelity gehört zu den größten Vermögensarbeiter der Welt mit über 4 Billionen Dollar an der Management. Sie werden ihren ETF hier in Kanada an der Toronto Stock Exchange launchen. Und ich denke, dass das nochmal den Druck erhöhen wird auf die USA, dass auch diese bald einen Bitcoin-Spot-ETF zulassen werden. Das ist ja noch ein Event, was sich meiner Meinung nach sehr positiv auf den Bitcoin-Preis ausüben wird, sobald wir in den USA auch einen ersten Spot ETF sehen. Des Weiteren, wenn wir uns die Bitcoin-Online-Daten anschauen, sehen wir auch, dass die Reserven auf den Börsen immer weiter abfallen, während der Korrektur, vor allem seht ihr auch, sind die Reserven noch mal weiter abgefallen, das heißt also, dass hier von den Börsen Bitcoin nachgekauft wurde, abgehoben wurde, um sie eben langfristig zu halten und das spricht eben dafür, dass hier ein großer Investor noch davon ausgeht, dass noch der Bullwand intakt ist und dass wir noch weitere steigende Preise sehen werden. Ebenfalls sehen wir auch, dass hier unser drittgrößter Walz nochmal gestern 356 Bitcoin nachgekauft hat. Dieser ist also auch noch davon überzeugt, dass der Dezember und auch insgesamt der Bitcoin-Bullwand weiterhin bullish ist und noch nicht beendet ist. Das heißt also abschließend, meiner Meinung nach, kommt es jetzt hier kurzfristig einfach darauf an, dass wir es hier schaffen, den Abwärtstrend zu beenden, dass wir die letzten tiefen hochs hier aus dem Markt holen und dann rechne ich damit. Dass wir hier noch einen bullischen Dezember und erstes Quartal 2022 vor uns haben werden. Das war's schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video einen Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.